Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013, ihr Mitarbeiter Lars und der Max. Servus. So, und wir haben uns das jetzt kurz angeschaut. Wir glauben, halt für die Leute, die den letzten Part nicht gesehen haben, schaut es euch ihn an, dann wisst ihr, um was wir reden. Wir glauben, dass wir, wenn man den Dünger sieht, halt sozusagen die gedüngte Fassung, halt die Prozent, dass das das Gras ist, was gedüngt wurde auf der Seite, weil das ja auch erntbar ist. Wir können auf der, können wir ja das ganze Gras hier auch ernten. Und wann wir düngen müssen, wissen wir jetzt noch nicht, aber wir werden es jetzt mal so machen, dass wir alles ansehen und dann beim Vorspulen nachher eh sehen, ob das eine Feld jetzt gedüngt ist oder nicht. Und wenn nicht, müssen wir das nachher sozusagen in der ersten Wachstumsstufe machen. Da weiß ich jetzt noch nicht, wie wir es am besten rüberbringen in das Let's Play. Organischer Dünger wird ja davor gemacht. Vielleicht machen wir das nur organischen Dünger oder machen, was habe ich jetzt gesagt gehabt vorher? Gründüngung, halt Luzern ansehen und tun das eingrubbern. Könnte man auch machen, wäre auch eine Idee. Halt müssen wir halt dann zweimal sehen. Ja, könnte man ab und zu machen auf jeden Fall. Oder zwischendurch einmal. Ja, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Genau. Wie schaut es denn bei dir aus mit dem Saatgut? Oh, ich habe noch knapp die Hälfte. Okay. Soll ich dann bei dir gleich anfangen am Feld oder soll ich am nächsten Feld anfangen? Ich würde sagen, fängst am nächsten an, oder? Passt. So. Dann hole ich mir mal meine Sämaschine. Die müsste eigentlich da hinten stehen. Ja, genau. Ah, sonst ist das schon coole Mod. Das ist halt wirklich noch alles ein bisschen keine Ahnung davon und deswegen ist es ein bisschen schwer. Also, was gehört denn auf das Feld? Das kann ich Ihnen nachschauen. Schauen wir mal kurz. Das Feld 22 wäre das, wenn ich mich nicht täusche. Müsste Gersten sein, korrekt? Jo. So. Wir kommen noch auf das größte Feld der Weizen. Da freue ich mich schon auf den Strohmod, halt wenn man den Stroh häckselt. Machen wir zwar jetzt nicht komplett übers Feld, aber beim Vorgewinde zumindest. Und das schaut dann auch schon besser aus, wenn du weißt. Li ha, so knapp bin ich ja gar nicht auf den Zaun gefahren. Also ich habe hinten ein bisschen mehr Breite. So. Achso, das ist das Feld hier links schon. Ich überlege jetzt gerade, ob ich mit GPS. Ah, ich fahre mit GPS. Könntest theoretisch meine Koordinaten übernehmen. Warte Wenn mal, wie das hast jetzt du gemacht? quer, also Eh so wie vom Hof ich auch, weg. oder? Deine Koordinaten? Wo sind. Du bist ja schon am anderen Feld. Nein, ich bin noch oben in der Ecke auf dem Feld eigentlich. Nice, wurscht, ich tu mir das. Ich tu mir das Ja, mach's selber. einstellen. Halt, das ist nicht so tragisch. So. Das sollte sich da so ausgehen. Das macht nachher dort vorne ein bisschen einen Rechtsknick, oder? Das Feld. Ein bisschen, ja. Ja, ist wurscht. So, noch einmal kurz nachjustieren. Na, das ist zu viel. Na, fahr doch ein Stück vor. Was auch schon viele gesagt haben, wir sollen den Kompass-Mod hin. Nein, nehmen. Was muss ich ansehen? Oh, Gäste Weizen. hast du. Ja, Gäste, ja, manche. Ja, okay. Weizen war. Dann ist das erste Stück ein bisschen was Falsches, aber das ist nicht so schlimm. Kann ich ja gleich Der, drüber gehen. nein, der erste Meter. Den sieht man nicht. Das Problem ist auch, wenn wir drüber gehen, es müsste zuerst grubbert werden. Bin eh noch auf dem Feld. Ja. Wieso hat er jetzt eine Spurabweichung drinnen? Im Meter angeben, seit wann? War das schon immer bei dem Mod? Bei mir weicht er Nee. jetzt die ganze Zeit 0,01 Meter von der Spur ab, sozusagen nach links oder Ah, da bist rechts. du irgendwo auf eine falsche Taste gekommen, das hat doch schon mal. Es ist nicht schlimm, wenn er 0,1, das ist halt 0,0 und das schwankt aber zwischen 0,0 und 0,001. Ah, das ist aktiv Okay. oder passiv, das ist wahrscheinlich nur wie, dass du siehst, okay, er schwankt ein bisschen. Schaut aber eh nicht schlecht aus, wenn man das sieht. Steuerung und dieses Komma Ja, da, das ist auch die Max, Taste. Jo. ordentlich grubbern. Was? Ordentlich grubbern. Ja, habe ich eigentlich gemacht. Wir sind noch Na, da, wo ich ein ah. GPS neu einstellen musste heute. Okay, na, weil das Problem ist, dass ich habe keine Direktsaat. Ja, ich weiß schon Englisch. So, GPS Deswegen neu habe ich da justieren. ein paar, aber das ist nicht nur minimal. Der Rest So. hier oben müsste gehen eigentlich. Ich bin schon gespannt, wie das mit dem Motiv weitergeht. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir es irgendwie hinkriegen.
Bodenzustand, Frucht im Bereich ist Gerste, ist korrekt, leicht basisch. Kann man die Scan-Größe verkleinern auch? Nein, ich glaube nicht. Weil das wäre interessant, das zum Beispiel beim, Meter. Keine Ahnung, wenn du grubbern bist zum Beispiel, dass du dir ein bisschen merkst, wo du welchen pH-Wert hast, wenn er sich ja, der baut sich ja unterschiedlich nachher ab und so weiter. Ja. Dass du nachher gezielt kalken kannst auf deinen Feldern. Weil wenn du das sonst über tust du manche Stellen nachher mit dem pH-Wert übertreiben. Außer er tut eh kontinuierlich ab und ich habe keine Ahnung, wie das genau nachher sein wird. Das werden wir auch erst sehen. Ja. So. Na, ich also müssen wir es einfach so machen, dass es im Großen und Ganzen auf dem Feld passt. Und ich glaube, so genau kann und auch wieder nicht gehen. Na, wir werden wahrscheinlich mit den Verlusten von 5-10% leben werden. Ja, wenn man es überdüngt hat, dann sind die Verluste sowieso nicht so hoch, als wenn man es unterdüngt hat. Du meinst mit dem pH? Ja. Na, es ist immer gleich, oder? Ne, wenn man bei 5% ist, beim pH, also bei 5,1, beim pH-Wert hat man nur noch 5%, bei 5,6 hat man 50 und wenn man bei 9 ist, also überdüngt, ja, hat man sogar noch 90. Ah, okay, halt, es ist nach oben hin wird's, baut es sich nicht so schnell ab, aber nach unten hin baut es relativ schnell ab. Sozusagen. Ja. Okay. Ne, nur 80, sorry. Das ist, glaube ich, irgendwie. Ja, ist ja wurscht. Aber halt nach oben hin hat man ein bisschen mehr, genau, ja, halt haben wir ein bisschen mehr Sparte, als wenn man es nach unten hin da ist, sollte man ziemlich korrekt sein. Halt am besten lieber einmal mehr Kalk draufhauen, als einmal zu wenig. So. Ah, ich muss ein bisschen. Na, wieso willst man nicht da reinfahren? So. Weil was sagt jetzt, warte mal, schaue ich da kurz noch einmal. Frucht im Bereich ist Gerste, Unkrautbefall 0%, weil wir müssen nachher auch beim Vorspulen auf jeden Fall die ganze Zeit schauen wegen Unkraut. Jo. Ja. Das wäre extrem jetzt auch noch, wenn man so sagt, man würde auf 15-facher Geschwindigkeit durchgehend spielen. Dann, ja, dass man da. Na, das naja, ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert, weil eigentlich, so wie ich das gelesen habe, tut er nur die erste sozusagen. Jetzt tut er halt der Standardskript beim Wachstum ist es so, dass du eigentlich jede Stunde sozusagen misst, ja, wann du auf dein Feld sozusagen das erste Mal was gesät hast. Und der Soil-Mod macht das ja so wie ich gelesen habe, dass der das nur ab Mitternacht jedes Mal die sozusagen eine Wachstum von der Pflanze erkennt. Ja. Das bedeutet, wir könnten schon auf 5-fach spulen oder 15-fach, nur müssten wir, weil in der Zeit werden wir sicher fertig werden mit dem kompletten Ansehen. Weil ich habe keine Ahnung, wie lange brauchen wir denn für einmal eine Partie Ansehen? Das eine Feld, das größte ist jetzt noch zu grubbern, nicht? Also ja, nein, ich meine jetzt zum kompletten Durchlauf, halt einen kompletten Durchlauf. Wie viel haben wir vorher gesagt? 12 Parts sind's. 12 Parts wären circa 4-2, um die 3 Stunden, also um die 3-4 Stunden. Halt 4 Stunden, ja, wenn wir rechnen. Wenn wir 4 Stunden mal 5 rechnen, wären wir bei 20. Halt, wir könnten auf der 5-fachen Geschwindigkeit die ganze Zeit vorspielen und wir müssten im selben Tag noch bleiben. Wenn ich jetzt korrekt rechne. Ja, das kommt hin. Halt so ungefähr. Mehr als ungefähr können wir es eh nicht machen. Aber ich weiß nicht, ob man es machen soll mit den 5%. Ob das irgendwas für den Mod besser bewirkt oder nicht. Weiß ich nicht mehr. Weil wenn der erst um Mitternacht nachher anfängt, jedes Mal zum Wirken, dann ist es wurscht, ob wir ein 5% Wachstum haben oder nicht. 5% Beschleunigung oder nicht. Weil wir nicht über die Zeit drüber kommen. Weil wir werden nachher nicht 5% beschleunigen, wenn das irgendein. Wenn das nicht bewirkt, sozusagen irgendwas, keine Ahnung. Haben wir eigentlich die Zwillingsreifen für den Steier noch? Habe ich die vergessen? Nicht. Die könnten. Oh ja, die habe ich sicher hinzugefügt. Die liegen irgendwo in einer Hütte drinnen. Die könnte ich eigentlich ja beim Sehen montieren. Fällt mir gerade ein. Ja.
weniger Bodenverdichtung. Ja, irgendwo dort bei der Werkstatt, glaube ich, drinnen. Ja, kann sein. Na, ich bin gespannt noch. So, warte mal, schauen wir noch mal weiter. Was haben wir da? Bodenzustand? Aber bei Gras, okay, bei Gras gibt es keinen Unkrautbefall, das ist klar. Deswegen kein Herbizidtyp, ist ja wurscht. Was wir aber jetzt schon mal schauen können, auf jeden Fall, ist nachher ganz kurz in den Shop, wenn ich am Ende der Bahn bin, wegen einer Düngerspritze. Habt ihr eine gute Mod? Oder habt ihr. Oder auch nur Standard, wisst ihr was? Kennt ihr irgendeine gute Mod? Eine Mod kenne ich leider nicht. Ja, ich kenne von einer Düngerspritze auch keine Mod. Ich kenne da auch meistens nur die Standard. Die Spritze kostet 30.000. Welche? Also 28,9, die ist 24 Meter. Die kleinste ist das aber. Jo. Ja. Ja. 40 ja, Meter. Brauchen ja nicht die dicke. Was? 40 Meter. Sicher. Wir kaufen natürlich keinen kleinen Scheiß mehr. ich schau nochmal kurz die Spritze. Die UF 1801 wäre schon, weil die kostet im Endeffekt. Achso, das ist die kleine. Ja, ja. Okay. Das andere ist schon den. Ja. Das kommt halt drauf an, es wird die 24er reichen sicher, aber vom Preis her ist halt die Frage, ob man nicht gleich die große nehmen. Weil die kostet um 20. Ja. Halt, das Geld haben wir eigentlich nicht. No. Oder, naja, jein, wir haben schon irgendwie. Wir könnten ja, ja, wir müssen nicht von der Bank einen Kredit aufnehmen. Auch wenn wir noch einen laufen haben, sozusagen. Wieder aufstocken. Oder wir verkaufen was. Ja. Ja. Müssen wir halt mal sehen. Es ist halt die Frage, ob wir besser mit einer 40 Meter zurechtkommen, halt von den Feldgrößen und von den Feldabständen, oder mit einer 24 Meter. Ja, wenn man gezielt arbeiten will, dann wäre natürlich die 24er besser. Ja, so groß sind die Felder nun auch wieder nicht, ne? Naja, gezielt, ja. wenn wir weiß, keine Ahnung, wenn wir, sobald wir 10% Befall haben, fahren wir drüber, übers Feld oder sowas. Ja. Würde ich fast vorschlagen. Weil ich würde da nicht jetzt nur so stückweise reinfahren. Wenn, dann fahren wir komplett rein, sozusagen, machen das ganze Feld und nicht nur teilweise. Weil es kann ja sein, dass auch dann auf einer anderen Stelle was aufgeht, gerade was man noch nicht so sieht, so richtig optisch mäßig, ja. Und dann haben wir ja das Problem, dass wir ja das nachher dort haben, und das wollen wir ja eigentlich nicht dort. Und so ist zumindest einmal auf jeden Fall die Herbizidbekämpfung. Ah, stimmt, Pestizide sind Käfer und so weiter. Herbizid ja ist Unkraut, weil Pestizidbekämpfung ist ja nicht vorhanden. Ja, okay. Jetzt sind wir jetzt bei, jetzt ist mir gerade eingefallen, wo mir der Name Pestizid in den Mund gekommen ist. Da regnet es wieder Kommentare gegen den Jubiläumsbad. Wie uneben da das Fell ist, sehe ich gerade. Oh, cool. Ja, das ist da oben schlimm. Ich bin mit dem Glas ein paar Mal hängen geblieben. Wirklich? Naja, der Grobe hat hinten aufgesetzt, beziehungsweise das Gewicht vorne. Okay, das habe ich noch nicht gehabt. So schlimm habe ich es eigentlich nicht in Erinnerung. Ja, das ist weiter links noch ein Stück. Achso, okay. Bis ungefähr. Aber das Feld dann schmaler wird hier vorne. Ich habe immer ein bisschen schief angesetzt in GPS-Mod. Jetzt habe ich da so ab und zu so Streifen hinein. So wie du vorher gehabt hast, auch beim Grubern, was man gesehen hat. Hast du automatische Breite? Dann machst du noch ein bisschen kleiner dann vielleicht. Na, jetzt brauche ich nicht mehr umstellen, wo ich Insel gemacht habe. Also muss ich ihn neu einstellen, komplett. Ich habe keine Ahnung, was für eine Breite, kann ich das irgendwo nachschauen? Nur wenn ich plus minus drücke, oder? Ja. Bei dem Mod. Weil sonst beim. Müsste mal schauen, ob der andere jetzt funktioniert schon wieder oder nicht, oder keine Ahnung. Ja, du kannst ja automatisch Breite machen. Ja, aber oder die automatische Breite ist zu breit, oder? Ein bisschen. Ja, 0,1 ungefähr, ja. Müsste man kleiner machen. Also mache ich zumindest immer. So. Aber ich muss sagen, da geht was weiter beim Sehen. Ja, Grubern. Wie schaut's beim Grubern aus? Nicht? Doch, geht schon, aber. Bist langsam, du fährst wie viel? 8, 10, so herum?
Wie schnell fährst du? 10, okay. Eh so schnell wie wir circa. Ja, wir sind halt zu zweit, wir machen da eine ganz andere Fläche. Ja, aber ich würde sagen, wir machen jetzt morgen wieder im Bad weiter und sagen für heute Tschüss. Tschüss.